Was ist los, Fritz? Hast du Erektionsstörungen? Ach, Oma, dafür bin ich doch noch etwas zu jung. Stimmt, das war dein Opa. Was hast du denn dann? Ich hatte so einen seltsamen Traum. Möchtest du mir von dem Traum erzählen? Ich habe geträumt, ich wäre ein Hase und hätte mich auf der Wiese mit einem Reh getroffen. Ich war am Weinen und das Reh wollte wissen, was los sei. Da sagte ich ihm, dass der Bär mich gefragt hätte, ob ich fusseln würde. Da sagte ich nein. Daraufhin hat der Bär mich genommen und als Klopapier benutzt. Einen Tag später jedoch war ich am Lachen und das Reh fragte mich, warum ich plötzlich lachen würde. Da sagte ich zum Reh, dass der Bär diesmal den Igel gefragt hatte. Also ich finde deinen Traum nicht seltsam, viel eher lustig. Danke, dass du mir zugehört hast. Oma, ist Opa eigentlich schon wach? Ja, der ist in der Küche und läuft schon seit einer halben Stunde um einen Stuhl herum. Und dabei zählt er die ganze Zeit, wie glücklich er sei. Warum macht er denn sowas? Frag mich mal was Einfacheres. Keine Ahnung, frag ihn doch am besten selbst, Fritz. Ach ja, ist das schön. Das ist so toll. Guten Morgen, Opa. Du sag mal, warum gehst du die ganze Zeit um den Stuhl herum? Ich war ja heute schon bei meinem Arzt und Dr. No meinte, dass meine Beschwerden erst durch einen geregelten Stuhlgang weniger würden. So, da bin ich. Dann will ich dich mal zu deinem Karateverein fahren, Fritz. Du, Herbert, steckt der Autoschlüssel noch im Wagen in der Garage? Ja, müsste. Alles klar. War heute irgendwas Ungewöhnliches mit dem Wagen oder ist alles in Ordnung? Nö, alles in bester Ordnung. Wunderbar, dann bis später. Komm, Fritz. Na super, dann habe ich endlich wieder Ruhe vor Inge. Die kommt jetzt sogar schon in das Alter, wo sie anfängt, Sachen zu verwechseln. Gestern meinte sie noch zu mir, sie hätte zu wenige Kleider im Schrank. Daraufhin habe ich ihr dann gesagt, dass sie nicht Kleider, sondern Tassen meinte. Vor kurzem fragte mich Inge, was ich davon halten würde, wenn sie sich ein Bauchnabelpiercing stechen lassen würde. Daraufhin habe ich ihr gesagt, dass es eine tolle Idee wäre. Da könnte man dann wunderbar ein Duftbäumchen dranhängen. Du, Opa, Oma ist total verstört und lässt fragen, ob der Polizist schon immer auf der Kühlhaube war. Oh, ja, das kläre ich dann am besten mit Oma selber. Nachher, wenn du wieder nebenan bei Anna zum Spielen bist. Ich? Nachher bei Anna? Nie wieder. Die ist böse und gemein. Wieso das denn? Letzte Woche haben wir Scheidung gespielt. Und jetzt will Anna das Sorgerecht für die Meerschweinchen. Das war so klar. Typisch Kinder. Wo ist denn das Problem? Du warst schließlich auch mal klein. Nein, klein bin ich immer noch. Dann müsstest du es eigentlich noch besser verstehen, Opa.